Herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Sims 3. Und Feuer, Feuer. Zur Schule fahren. Kann ich die nicht irgendwie im Auto sitzen? Ich kann Dexter vielleicht noch zurückholen. Wo ist denn der? Der ist knapp vor der Schule. Gut, für Jacqueline. Wo ist denn Jacqueline? Ach, die steht schon da vorne. Ich erkenne die gar nicht. Die ist so dünn da vorne. Gut, kann er vielleicht noch nach Hause gehen? Bei ihr wird es wahrscheinlich schon nicht mehr funktionieren. Da steht ja im Unterricht schon teilnehmen. Gut, ich probiere es mal. Alter, fahr nach Hause. Na, nicht essen, nach Hause. Oh, Mano. Alter, fahr nach Hause, schnell. Oh, nee, nee. Komm, Feuerwehr, Feuerwehr. Ach, du Heilige. Feuerwehr. Ja, toll. Ja, schrei rum ein bisschen. So hat er jetzt Feuerwehr gerufen. Du, ruf nochmal. Feuerwehr. Jetzt kommen wieder alle Nachbarn. Gleich brennt der nächste. Da gibt es den nächsten Toten hier. Ich hatte eigentlich gehofft, dass wir Let's Play ohne Tote. Oh Mann. Feuerwehr! Oh Mann! Feuerwehr ist unterwegs, ja schnell! Ach du Heilige! Was ein Chaos! Wo läuft der Feuerwehrmann hin? Ja, jetzt komm! Oh Mann! Tut doch einer was! Ah, Dexter hat die Schule geschwänzt. Ja, der muss. Ja, böser Dexter. Der rettet ja auch gerade nur das Haus und die Nachbarschaft. Böser Dexter. Oh Mann. Die Versicherungsgewähr sind 56 Simoleons. Ja, wahrscheinlich nach dem letzten Schaden haben die auch gesagt, leckt uns an. Am Arsch, wir. Die haben das doch mit Absicht gelegt. So, und das Erste, was er macht, sich was zum Essen. So, und wir ersetzen gleich wieder unseren Grill, damit wir wieder weiter so schön grillen können. Und auch, guck mal, wie süß. Der Killer schenkt der Lucy ein paar Blümchen. Und der Sniper, der gräbt hier an Tina ran, aber die findet das nicht so prickelnd. Oh Mann. Ja gut. Ich meine, wenn Dexter jetzt schon mal zu Hause ist, dann kann er eigentlich auch. Ja, kann er sich was zum Essen machen? Oh nee. Er schiebt was in den Ofen. Oh, wird das gut gehen. Oh nee. Wahrscheinlich bricht hier gleich das nächste Feuer aus. So, wie es da noch, was bei den Dingens gestanden ist, da, dass ja der Paul in der Lotterie gewonnen hat. Alle Erwachsenen sind Haus und die Eltern müssen sich keine Sorgen machen, dass hier was passiert. Nein, es bricht nur ein Feuer aus und es brennt fast die komplette Bude ab. Nein, man muss sich keine Sorgen machen. Oh Mann. So, wer telefoniert denn hier? Ach, der Sniper, ja, Sniper. So, was hat er sich denn Leckeres zum Essen gemacht? Ein paar Waffeln. Ja, gut, dann hau mal rein, Junge. Ach, ich finde die zwei so süß hier. Ach, die sind doch wirklich irgendwie süß.
Ja, und so wie es aussieht, Sniper bekommt keine Ahnung. Da, jetzt versucht er sich wieder ranzuschmeißen. So, jetzt aber. Er hat fertig. Das ist schon mal nicht so schlecht. Was will er denn? Er will immer Jacqueline als Freundin gewinnen. Nee, das ist eine Schwester. Die braucht er doch nicht als Freundin gewinnen. So, dann kannst du mal hier ein bisschen aufräumen, mal die Reste wegstellen. Und dann hier mal ein bisschen säubern und hier das verdorbene Essen ausräumen. Dann hat er wenigstens schon mal etwas Sinnvolles getan. Naja gut, die Feuerwehr rufen war ja auch sinnvoll. Ich möchte nicht sagen, dass das nicht sinnvoll wäre. So, und ich trinke mal hier jetzt wieder einen Schluck Tee. Ah, schöner heißer Tee. Ja, Tee muss heiß sein, der muss dampfen, da muss richtig Dampf im Kessel sein. So. Gibt's das heute eigentlich überhaupt noch, Teekessel? Ich weiß noch, meine Oma hatte sowas. Stand immer auf dem Herd und wenn das Wasser gekocht hat, dann hat der Kessel vor sich hingepfiffen. Ach, das war schön. So, ja, den Herd kann er dann auch gleich mal säubern und das Waschbecken, das kann er auch säubern. Ja, da drin stinkt's, deswegen sage ich ja ausräumen. So, wieder die riesen Mülltüte in den kleinen Müllkübel. Ja, da ist Platz, da, kein Problem. Das ist nämlich eine Mini-Müllpresse. Jacqueline, lass die Finger davon. Was macht denn die schon wieder? Was macht denn die schon wieder? Ach, die ist im Institut, ist die. Im Wissenschaftlichen. Ach, da war ja heute ein Ausflug, genau. Ja, und Jacqueline, die muss natürlich alles wieder ankrabbeln, ist ja eh klar. So, ja. Dexter, Flammen, Feuer und so weiter. Jinka, be besorgt, Jarius. So, naja, er kümmert sich wenigstens mal um den Haushalt ein bisschen, das ist ja auch schon mal nicht so schlecht. So, kennt er eigentlich schon ein paar Leute? Nee, nicht wirklich. Die Jacqueline kennt er, ja, aber die ist ja auch seine Schwester, ich hoffe mal, dass er die kennt. So, aber da er jetzt ja fertig ist mit der Hausarbeit, oh, guck mal, wie nah die beieinander stehen. Und wie sich hier sein Bauch und ihr Bauch schon fast zusammenfügen, das ist ja schon mal höchst interessant. Ja, ja, ist ja ein hübsches Mädel, ne? Da wird sich doch der Dexter mal auch mal ein bisschen ranschmeißen da. Oh. Hey, hallo. Ich bin der Dexter. Du kannst mal gehen hier. So, freundlich. Ja, mal kennenlernen. Ja, ich stehe so auf Einhörner. Ja, so, ich bin auch selber ein Einhorn. Verstehst du, was ich meine? Naja, besser als ein haariger Gorilla. Naja, nicht direkt so, nicht so wild wie ein haariger Gorilla, aber Einhorn. Ja, ja. So, ja, über schmutziges Geschirr beschweren. Ja, braucht man nicht, hat er ja gerade gewaschen. Können wir ja mal ein bisschen. Fragen wir sie mal nach der Karriere und nach der Schulhymne und dann ein bisschen plaudern, so ein bisschen Smalltalk. So wie dein Job. Hast du eigentlich einen Job oder sowas? Oder. Was machst du denn so? Horrible. Naja, ich bin eigentlich arbeitslos. Naja, nicht direkt. Ja, arbeitslos, sag ich doch. Bist du vielleicht ein Pro-Gamer? Oder sowas ähnliches? Ja, genau, ich bin Pro-Gamer. Woher weißt du denn das? Ja, ich hab's erraten. Und Mann, jemand hat die Mülltonne da vorne umgeworfen. Da flippe ich irgendwann nochmal aus, da. Ja, der Müll, das passiert uns auch dauernd. Was, dass jemand die Mülltonne umkickt? Ja, das kenne ich. Und, oh, was hat er denn jetzt bekommen?
So, Jacqueline Dingens ist soeben von einem Ausflug zurückgekehrt, den sie nicht so schnell vergessen wird. Ja. Gut, von mir aus. Muss ja auch alles ankrabbeln, natürlich, wenn man jemand auf die Finger haut, das vergisst man nicht so schnell. So, Jacqueline Dingens hat von ihrem Ausflug zum wissenschaftlichen Labor ein Souvenir mitgebracht. Oh, der Dexter hat nichts bekommen. Oh. Das macht ihn ganz traurig. So, und sie hatte jede Menge wissenschaftlichen Spaß. Ja, wunderbar. Dexter hat erfahren, dass Lucy die schulische Laufbahn in der Einrichtung Gemeinschaftsschule für Hochbegabte abgeschlossen hat. So. Jacqueline, komm sofort aus dem verreichen Käfig. Ach, das war das schöne Andenken. Die hat wahrscheinlich einen Stromschlag bekommen. So, ja, Dexter, der brät noch hier ein bisschen rein. Er verrät ihr ein Geheimnis über seine Schwester. Hey, soll ich dir mal was verraten? Nee, das war's doch nur gar nicht. Total fett, ne? Kapiert? Meine Schwester ist total fett. Ja. Oh, dann können wir ja mal ein bisschen Grimasse schneiden. Ist ja ein lustiger Kerl, unser Dexter. Und er beweist ein bisschen Sinn für Humor und erzählt dir einen Witz. Ja. Ich hab mal so ein Essen gehabt und da war so ein komisches Grünzeug drauf, aber das hat mir nicht so geschmeckt, ne? Ja, laden wir sie mal nach drinnen ein. Hast du vielleicht Lust, mit reinzukommen? Also rein hier ins Haus. Und ja, sie kommt mit. Die Schnitte kommt mit. So, ja, ihn freut es jetzt natürlich, dass er jetzt in Begleitung ist. Und sie denkt sich auch schon, wow, was für ein Saustall, so eine Bruchbude, Müllhalde. So. Und sie, ja, auch freundschaftlich begrüßen. Sie ist ja so mehr Partygirl. Hallo! Ja, Dexter macht mal seine Hausaufgaben, das ist auch nicht verkehrt. So theatralisch, rebellisch, nee, freundlich. Machen wir mal kennenlernen. Die zwei müssen sich ja auch mal kennenlernen hier. Also, ich mag Noten. Also so. Richtig so klassisch, wie vom Theater, nicht? So, Dirigent. Oh, Moment, mein Handy klingelt. Ich muss mal da mal ran. So, rangehen. Schauen wir mal, wer anruft. Na? Anrufen? Hallo? Hey, ich hab gehört, deine Eltern sind nicht in der Stadt. Du solltest eine Party schmeißen. So, wunderbar. Party schmeißen. Zuerst bricht hier auf dem Grundstück, kam sie die Eltern aus dem Haus, bricht hier schon Feuer auf dem Grundstück aus und dann noch eine Party. Ja.